Heldenturm. Erdresistenz. Das Gute ist, jetzt müssen wir nicht mehr die Waffen verzaubern. Das ist jetzt weiterhin drauf. Das spart schon mal Unmens an Zeit. Jetzt ist eigentlich nur noch Segen nervig, finde ich. Er ist doch noch drauf, ne? Ja. Verwahrung lieber mal reinmachen. Die kann auch mal das Schild machen. Schutz gegen Magie. Du musst übrigens nicht die volle Zeit warten, wenn du gleich auf Lager verlassen klickst, ist der Tag trotzdem rum. Ah, okay. Du musst übrigens nicht. Okay, das ist auch gut zu wissen. Regeneration habe ich noch nicht überall drauf, ne? Sonst habe ich aber alles. Ja, so ist gut. Noch ihn hier unsichtbar machen. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Heldenturm, yo. Ja, alles dabei. Ah, das ist aber kein König, ne? Nicht König. Der kann, mich komplett down machen irgendwie, ne? Der konnte das. Dann würde ich sagen, ist das auch eine easy Runde, meiner Meinung nach. Wir kümmern uns hier als erstes um den. Dann gehen wir darüber, machen den. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Taktik. Den machen wir auf Nahkampf weg. Will ich eigentlich auch lieber auf Nahkampf wegmachen. Also auch eine echt entspannte Runde wieder, ist gut. Hatte ich halt zweimal auch einfach Pech gehabt wahrscheinlich. Aber macht ja auch manchmal ein bisschen Spaß, wenn das mal eine kleine Herausforderung gibt. Man spielt das Spiel ja nicht, weil man hier einfach mal so durchlaufen kann. Und ich bin jetzt auf jeden Fall schon weiter als das letzte Mal, als ich das mich versucht habe an dem siebten Teil. Lag bestimmt nur daran, weil ich so gute Unterstützung habe. Kommt man eigentlich auch nochmal auf die Smaragdinsel zurück? Kann man da zu Fuß hingehen oder was? Ist zwar nur ein Kratzer, aber wahrscheinlich, ne? Nee, kann ja gar nicht. Kann man ja nicht zu Fuß hingehen. Eigentlich müssten wir ja nochmal den Drachen in der Höhle wegmachen. Ist er nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Dau. Ich bin unglaublich. Nee, kann man nicht zurück. Dann ist ja aber auch irgendwie fraglich. Platt. Warum sie denn da den großen Drachen hingepackt haben? Weil normalerweise schaffst du ihn ja nicht. Oder wollten sie da schon mal so eine kleine Herausforderung machen oder was?
Die musst du, wenn, dann am Anfang legen. Aha. Finde ich aber ganz schön. Da verlangen sie aber was. So. Und damit haben wir das alles. Yeah. Nochmal nachgucken. Taten. Fünfmal Ritter, fünfmal Meister. Eigentlich soll man den nicht umlegen. Ah, okay. Wie viel Level man da wohl aufsteigt, wenn man den legt. Weil möglich ist es ja nun mal. Feuerresistenz wollte ich mir nochmal mitnehmen. Willkommen in der Feuergilde. Gibt's natürlich jetzt gerade nicht. Gab's doch immer, oder nicht? Die gab's doch immer. Den kann ich brauchen. Fantastisch, der kann was. Meteoritenregen will ich auch mal ausprobieren. Ich hoffe, dass die Goblins hier schon wieder da sind. Nee, schade. So, jetzt müssen wir zur Wüste zurück. Man kommt auf Level 5 mit allen Quests und Drachenfliegen auf der Insel. Ah, okay. Ein Quest und Drachenfliegen auf der Insel. Und den Drachen noch mit drinnen? Nein. Nur wenn man die normalen Fliegen da außenrum macht, ne? Forest. Da müssen wir hin. Ausfliegen. Ich hab blind. Da. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal den einen Typen finden. Wenn du alle XP holst, die du auf der Insel holen kannst, kommst du auf Level 5. Ah, okay. Wir müssen zwei Leute noch finden. Wir müssen auch noch den einen Schal abgeben. Für Mitglieder. Gilde der Erhellung? Aha. Kann ich denn da noch Mitglied werden? Willkommen in der Gilde des Wassers. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. Nee, sorry. Und ihr wollt, brauchen wir auch nichts. War das in solch einem Laden drinne? Ja, das haben wir bekommen, das Buch, das kennen wir. Brauchst du uns nichts von berichten. Haben wir den eigentlich schon mal angeklickt? Nee. Mein Glückwunsch zu eurem Turniergewinn, meine Freunde. Ich bin froh, euch Kempten von nun an erste Ritter. Und euch Kempten, ehrenhalber Wegegefährten des ersten Ritters nennen zu dürfen. Kämpft immer für das Licht. Erste Ritter, wuhu. Schnell mal killen und schauen.
Ich kann schnell mal killen und schauen. Ja, kannst ja mal machen. Experte. Ich will aber noch Mitglied werden hier. Jäger. Wo ist hier der Eingang? Da. Ausweichenexperte. Kampfkunstexperte. Hier müssen wir nicht hin. Muss ich aber tatsächlich mal nachschauen, wo der Typ war für die Quest. Desert. Bacarda Desert. In der Taverne war das. Ah, okay. Wo ist die Taverne, ne? Das war sie ja nicht. Hier. Oder? Nein, 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 nein. Das ist sie auch nicht. Wir hatten die doch vorhin, waren wir doch kurz mal. Die Taverne hatten wir doch schon einmal jetzt gefunden. Meister mit dem Stab. Gute Qualität. Euch sind die Sachen wohl also nicht gut genug. Sind die Sachen halt tatsächlich nicht gut genug. Besondere Tränke. Boah, ich hab Arsch. Für euch. Der ist es auch immer noch nicht, oder? Nein. Was war hier drinne? Willkommen in der Gilde des Wassers. Was war denn dieser kleine... Was ist denn hier in diesem kleinen Turm eigentlich immer? Nur für Mitglieder. Ach so. Da waren wir auch schon, meine ich. Immer herein, etwas zu trinken. Aber hier ist ja auch nicht die Aufgabe. Bei der 7. Bei der 7 sind wir doch jetzt gerade, oder? Ja. Hä, oder ist das nicht die... Ist das vielleicht gar nicht die Quest? 10 Viertel? Nee, 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 das ist nämlich gar nicht. Wir müssen... woanders hin. Ruhmetall des Golems. Schreinquest. Heard of the Forest? Nee. Hä? Wir haben sie doch hier angenommen. Oder bin ich hier sowieso gerade falsch? Geht in den Tempel von Bar. Findet halt das Gebein im Labyrinth. Findet es. Ja. Bringt sie zu Gary. Sim und Baka? Doch. Wir müssen den hier irgendwo finden. Kein Plan wo. Hier, was ist hier? Nee, 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 der war das auch nicht. Da. Ausgezeichnet, ganz eindeutig. Ist dies das Festgewand? Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sowohl der Schule, der Zauberei, als auch mir persönlich einen großen Dienst erwiesen. Immer wieder gerne.
Den Tempel, den könnten wir halt auch nochmal machen. Die Zwergen-Sachen müssen wir nochmal zurückgeben. Den Nebel. Nebel, da können wir halt recht fix hin, ne? Und dann das machen. Dann müssen wir die Gebeine im Labyrinth. Aha. Findet die drei Statuen und stellt sie auf. Das könnten wir halt auch noch machen. Jetzt mal die Nebelwände. Ja. Wir machen jetzt die Nebelwände. Dann gehen wir mal zur Steinstadt zurück. Gehen da in die Gräber rein, bringen den Skelettkopf zurück. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Portal. Einmal hier hoch. So, wo müssen wir hier hin? Hier, war das nicht hier irgendwie oder so? Nein. Da war das nicht. Dann war das bestimmt hier. Nein. Aber jetzt ja hier. Dann muss es ja hier sein. Ja, das sieht doch gut aus. Nee. Nee, 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 nee. Da. Oh, hier. Das ist es. Alles klar, wir machen. Eigentlich brauchen wir dann ja nur die Unsichtbarkeits-Sache. Wollen wir das wirklich? Ob wir das wirklich wollen, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne noch Fackellicht anmachen. Weiß noch nicht, ob das denn geht. Ne, dann sind wir nicht mehr unsichtbar. Macht ja auch irgendwie keinen Sinn, ne? Wenn das beides zusammen gehen würde. Auf geht's! Magisches Auge müsste aber gehen. Nein, geht auch nicht! Oh. Muss das nur zuerst, glaube ich, reinmachen, oder? Ja, jetzt geht das doch. Attacke! So, hier sind Portale. In eins davon muss ich rein. Denke ich mal. Macht auf jeden Fall Sinn. Und hier sind noch Knöpfe mit Schlüsseln. Kann ich auch noch nichts betätigen? Nö. Schlüssel dafür habe ich auch nicht. Dann gehen wir einfach mal jetzt durch das Portal. Hello, it's me. Luftelementar, der sieht uns ja zum Glück nicht. Wie lange hält denn das überhaupt jetzt an? Unsichtbarkeit für... Ah, das müssen wir wohl immer mal wieder nachlegen. Uns geht das hier mal ganz schnell in die Hose. Ah, Hilfe. So, Unsichtbarkeit mal wieder nachlegen. So, ich würde die gerne auch alle wegmachen hier, ne? Bin ich ehrlich. Hab ich gar kein Problem mit. Wir müssen jetzt irgendwie ja den Ausgang erreichen. Ohne dass wir hier groß auf den Sack bekommen oder den auf den Sack geben müssen. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Alle Becken gefüllt. Den noch.
weiß nicht, ob das irgendwie richtig war oder falsch war. Scheiße. Ist da nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Gar nicht cool jetzt, gar nicht cool, gar nicht cool. Das Trompetending da von den Magiern, was sie da wohl machen, irgendwie, das hört sich ganz cool an. Kann ich mich jetzt nicht wieder unsichtbar machen hier? Oder muss ich jetzt wieder komplett raus? Da ist Unsichtbarkeit. Aber das geht jetzt nicht. Ist zwar nur ein Kratzer, weil dafür muss es erstmal wieder grün sein, alles. Dann lass uns mal schnell hier irgendwie versuchen, wieder rauszukommen. Ah! Hilfe! Oh Mann! Wo muss ich denn jetzt hier längs? Kommt man in diesen Raum rein und da bin ich auch wieder hier oder nicht? Wir gehen nochmal in Ruhe rein. Vielleicht muss ich mir auch irgendwas nebenbei öffnen oder so, damit ich weiß, wie man hier durchgeht. Gucken mal ein bisschen nach. Da müssen wir ja da Nebelwände da Eingang. Okay, jetzt hier was offen. So. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt gehen wir nochmal rein, machen die Unsichtbarkeit rein. Magisches Auge ist aktiv. Aber ist eigentlich Federfall aktiv? Bäh, wonach riecht's denn hier? So, Map. 2 Teleporter nach 5, 9, 11. Aha. Drei Schlüssellöcher. Siehe 7, 10. Aha, okay. 4 Ausgang. Also wir brauchen alle Schlüssel, um da dann hinzukommen. Um dann zum Ausgang zu kommen. Also der Drache ist ohne Gelehrten in der Gruppe 2750 XP. Ah, okay. Wie viel hatte man am Anfang? Hatte man da nicht nur irgendwie, keine Ahnung, 500 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Dauerte circa 15 Minuten, wenn ich nach den Timesteps hier im Chat gehe. Das ist doch... Also, für die XP-Anzahl kann man den dann eigentlich ganz gut mitmachen, ne? Ach, 5. 5. Okay. Gehen jetzt mal durch das erste hier links, dann kommen wir nach 5. Ja. Jetzt müssen wir...
3 Buttons, der in der Mitte muss gedrückt werden. Jetzt müssen wir noch 6. Müssen jetzt hier längs. Und der in der Mitte soll gedrückt werden irgendwie. Reicht, um bis auf Stufe 3 zu leveln. Okay, und der Rest macht dann die anderen Level. Ist die Frage, ob das damit einberechnet worden ist. Oder könnte man dann rein theoretisch auf 8 kommen? Nee, so geht die Rechnung ja auch nicht auf. So, den haben wir. Müssen wir noch zur 8 rüber. Nach den 50 Minuten braucht man, ich zumindest, aber erstmal eine Pause, weil man linkes Handgelenk danach Schrott ist. Ja, das glaube ich. Ich habe ja auch den einen. Scheiße. Jetzt habe ich hier, bin ich hier wieder. Muss man öfter speichern hier drin. Ich habe ja auch den einen Drachen gemacht für die Paladin-Quest. Und da ja auch die ganze Zeit immer versucht, schräg an den vorbeizulaufen, damit die Zauber mich nicht treffen, ihn dann immer mal wieder zu treffen. Da brauche ich auch erstmal ein Päuschen danach. Immer im Kreis vom Jahr, genau. Wonach riecht's denn? So, hier durch. Ja. Das konstant musst du ja machen mit den 4 Schritten und drehen, schießen. Und dabei darfst du ja auch so gut wie keinen Fehler machen, weil sobald er dich trifft, bist du ja, ist mindestens einer weg von deinen. Warum ist das denn jetzt weg? Ich hab das doch nachgesetzt gerade. Ich kann das nur anscheinend, wenn in der Nähe nichts ist. Mit Tag der Göttersäule hat er den Hit knapp überlegt. Okay. Ja, das sind nur wo grün ist, ist doch blöd. Wir müssen das ja immer mal nachsetzen eigentlich, ne? Wo ist es denn mal kurzzeitig grün? Was müssen wir hier auf der Seite? Ach, 3 Buttons, der in der Mitte muss gedrückt werden, danach der Hebel oben auf der Mauer. Aber wir haben drüben den nicht gemacht, oder? Ich kann einen Schlüssel holen. Wo kann ich denn den Schlüssel holen? Wo kann ich den Schlüssel holen? Da. Nicht sterben, Jungs. Nicht sterben. Raus. Ihr müsst. Knappes Höschen, würde ich mal sagen. Ganz knapp. Du kannst einen Schlüssel holen, raus aus den Nebelwänden. Ja. Und schnell wieder rein. Und den nächsten Schlüssel. Jetzt sind wir ja in das mittlere gegangen. Sind wir jetzt da? Ich glaube, hier kommt man einfach so an die Truhe ran, kann das sein?
Irgendwie, weil ich mich hier gerade unsichtbar durchschleiche, denke ich so, ich muss ja auch leise sein, aber muss ich ja gar nicht. Gleich ist der Zauber wieder weg. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wieder raus, schnell, bevor die mich hier noch entdecken. Weil wie lange hat er jetzt noch? 18 Minuten, schnell raus, schnell raus. Ich drehe beim Drachenfight immer den Kopf mit zum Ausweichen. Ja, manchmal muss man das Spiel auch einfach fühlen, ne? Da muss man das Spiel sein. Brr, wonach riecht's denn hier? Oh. Au. Warum schleicht er sich denn so ran? Au. Es macht halt auch keinen Sinn, Doppelspeed reinzumachen, damit man schneller ist, denn ist ja auch alles andere schneller. Vergesse ich auch manchmal. Nee, den wollen wir nicht reinmachen. Den wollen wir. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Und wieder runter. Du entdeckst mich jetzt diesmal aber nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, wir müssen hier unten das eigentlich. Müsste das irgendwo sein. Irgendwo hier. Aus Dreieckstellen. Aus Dreieckstellen. Ah, das Dreieckstellen. Ah, okay. Ganz nett. Och, immer wieder dieser Anfängerstab, ne? Warte mal, wir machen. Die Handschuhe haben wir extra dafür. Und jetzt. Ich drehe den bestimmt auf. Ja. Fehlt nur noch ein Schlüssel und jetzt erstmal wieder raus. 42 Minuten. Schaffen wir das in 42 Minuten, den anderen Schlüssel zu holen? Wir riskieren nichts, ne? Sicher ist sicher, so sehe ich das nämlich auch. Uns gibt's natürlich auch No Risk of Fun. Das könnte natürlich auch unser Motto sein. Unsichtbarkeit wieder rein und den letzten holen. Sieht gar nicht so gefährlich aus. So. So, 12. So, hier rechts ist ein. Nee. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Wir müssen irgendwie dahin. Da soll Aufzug sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier soll ein Aufzug sein? Ist nix. Nee, in der Mitte ist einer. Ich komm nicht in die Mitte. Hier hab ich grad, bin ich gerade eben schon verzweifelt. Oh, was ist das? Der Anfangsteleporter, ne? Das ist ja ein Aufzug. Dann drücken wir hier rauf und dann fahren wir ein bisschen runter. Und hier können wir mal kurz den Buff nachsetzen. Hätten wir eigentlich auch nur Risk and Fun machen können und dann schnell hier hin den Buff nachsetzen. Dann hätten wir ja auch überlebt.
Wo müssen wir denn jetzt hin? So, wir sind jetzt hier. Dann soll hier jetzt Schlüssellöcher sehen. Vier nötig. Einfach vorn rein und gerade durch. Von Seite funktioniert nicht. Funktioniert aber nicht immer, je nachdem wie oben die Mob stehen. Wo meinst du es von der Seite rein? Was ist hier hinter? Nichts. Was ist hier? Was bringt mir das hier? Weiß gar nicht genau, was du jetzt gemeint hast. Dau. Nein. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ach nö, schnell raus. Lass keinen drauf gehen, bitte. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dein Twitch hängt hinterher. Ja, das kann manchmal sein. Vielleicht musst du mal neu laden einmal. Dann setzt er sich wieder nach. Aua, aua, aua. Bitte keiner drauf gehen, bitte keiner drauf gehen. So war doch okay noch. Sie ist richtig erstaunt von der ganzen Geschichte. Hier die Schalter an den Becken drücken. Ah, okay. Mach ich gleich. Gar nicht so gefährlich aus. Hier längs, zack, da in die Mitte rein. Nee, hier ist auch nichts. So, und hier sollen wir ja die Knöpfe drücken, ne? Warum hat der mich denn schon wieder erkannt? Oh. Blödsinn, verteilen sie sich jetzt ja hier auch so, dass man hier nicht mal gemütlich den neu setzen kann. Sie ist halt wieder richtig erstaunt von der Geschichte hier. Ja, das weiß ich, dass ich gesehen werde, wenn ich in die Reihen renne. Aber ich würde ja behaupten, der ist jetzt in mich hineingelaufen. Ja, Double Speed habe ich rausgemacht. Ich wollte nur bis dahin hinkommen. Wollen wir das wirklich? Nur schnell hier durch. Wenn ich da bin, dann mache ich das wieder raus. So, hier war jetzt keiner mehr. Gut. Jetzt alle Becken voll machen. Und da drüben auch nochmal. Was machen die? Tanzen die da gerade? Sah irgendwie so aus, ne? Ich habe auch manchmal das Gefühl, die wissen, wo ich bin. Tun dann so unauffällig, als wenn ich in die reinlaufe. So. Noch 33 Minuten. Wo ist jetzt hier die Kiste? Da oben habe ich doch was geöffnet, oder? Nee. Hier muss ich hier rein vielleicht? Wahrscheinlich, ne?
Da ist die Truhe. Hab's schon. Das war ganz knapp. Wo sind die? Wo ist der andere? Oh,